Vielen Dank für die Einleitung. Und dann starten wir unseren Shir zur Parashat Chukas. Und in unserem Shir wollen wir vielleicht versuchen, einige Fragen zur Parashat zu lösen. Und zwar erstens, was Chukas oder was der Name auf sich hat, was Chukim sind, was das Konzept bedeutet und was vielleicht für halachische Fragen auf sich bringt. Und als nächstes, nachdem wir dann Chukim besprochen haben und den Titel von Chukas erklärt haben, nehmen wir uns vielleicht die Frage an, und zwar, was hat Moshe so falsch gemacht, dass er nicht erlaubt wurde, das Land Israel zu betreten, was wir in der Parasha Chukas haben, dass Moshe einen Fehler begeht, den es ihm kostet, das Recht ins Land Israel zu kommen. Und vielleicht werden wir auch noch schaffen, einen kleinen Abstecher und erklären ein bisschen das Konzept von Kedusha mit den ersten und etwas schlecht ist, was auch das hebräische Wort Ra. Und dann fangen wir erstmal den Shiur an. Die Parsha heißt Parshas Chukas. Und im Jüdischen und jüdische Gebote werden meistens in zwei Kategorien eingeteilt. Und das sind Chukim und Mishpatim. Das sind zwei Kategorien von mir und sagen, das Prime Example, das beste Beispiel von Chukim oder das Beispiel ist immer für ein Hauptgebot, wenn Chuk gebracht wird, ist nämlich das erste Gebot aus unserer Parsha, deswegen heißt unsere Parsha Chukas, ist das Gebot von Para Aduma, von der roten Kuh. Das Gebot von der roten Kuh ist ein entsprechendes Opfer, ein entsprechendes Ritual, das machen das dann vom Kohen Gadol im Tempel oder in der Wüste dementsprechend im Stiftszelt gemacht wurde. Eine komplett rote Kuh wurde dementsprechend geopfert und dessen Überreste verbrannt wurden damit gemacht, um Leute zu reinigen, wenn man Tumas Meis hat. Tumas Meis ist ein Konzept von Tumor, von Unreinheit. Und zwar, wenn man mit Toten in Berührung kam, und es kann sein, dass sogar so ein ganzes Volk oder die meisten von Toten in Berührung kamen, zum Beispiel nach einem Krieg oder einer kriegischen Auseinandersetzung. Klar, im Krieg ist man mit Verletzten und Toten in Berührung. Und dementsprechend das Ritual von der Para Aduma reinigt die Leute, damit sie nicht mehr diesen Status von Tuma haben. Weil wenn man den Status von Tuma hat, von ritueller Unreinheit, kann man dementsprechend bestimmte Sachen nicht machen. Man darf nicht in den Tempel gehen, man darf nicht bestimmte Opfer essen. Und Kohanim, die Tuma sind, dürfen nicht Tuma essen, die bestimmte Kohanim-Abgabe, die nur in einem rituell reinem Zustand gegessen werden. Okay. So. Okay. Nachdem wir jetzt erstmal das Gebot von Para Aduma erstmal ganz grob beschrieben haben, ohne jetzt die halachischen Details zu erwähnen, okay, und gesagt haben, okay, so, das wird eine Kau geopfert und es tut die rituelle Unreinheit wegmachen von Leuten. Dieses sagen das immer das Beispiel, was für Chukim, für ein Gebot der Chukim-Kategorie immer gebracht wird. Und zwar die Chukim-Kategorie sind Gebote, die kein einfaches, rationales Verständnis haben. Und die Chukim-Gebote sind Gebote, die, wenn man zum Beispiel von außen darauf schauen würde, auf so ein Gebot, wenn jemand ein Gebot ausführt, würde man nicht verstehen, warum diese Person das überhaupt macht. Was das für ein Gesetz, was das für einen Zweck das hat. Man würde sich, man kann sagen, okay, das ist sehr interessant, das ist irgendwie ein ritueller Brauch, aber man sieht nicht direkt den Sinn des rituellen Brauchs oder sagen den direkten Nutzen. Und dementsprechend Opferbringungen sind meistens in dieser Kategorie.
Und manche Opferbringungen sind vielleicht ein bisschen verständlich. Ich meine, wenn man irgendwas gesündigt hat, will man ein Opfer, oder wenn man ein Dankopfer ist, okay. Aber so ein Hukim de Paradumas ist sagen, ein Opfer, also prinzipiell ein Konzept, das schwer verständlich ist. Und darüber hinaus, sagen, technisch gesehen, ist durch die Paradumas etwas wegmachen, was auch nur von religiöser Sinn, sagen, von religiösem Recht ziert, und zwar der rituelle Unreinheit. Was sagen, was nichts mit irgendeiner physikalischen Unreinheit ist. Das heißt, man ist nicht rituell unrein, wenn man irgendwie im Schlamm gebadet hat oder eine Schlammkur gemacht hat. Die rituelle Unreinheit Tuma hat bestimmt mit spirituellen Gesetzen zu tun, zum Beispiel jemanden, tot in Berührung kommen, auch wenn der Tod komplett desinfiziert und badet und was weiß ich noch was war. Und dementsprechend Paraduma ist ein Rituell, das wir überhaupt nicht, also zumindest nicht einfach verstehen. Und damit ist es die Theorie der Chukim. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Parasha natürlich in der Tora, die heißt Mishpatim. Und das sind die Mishpatim, und das sind die Gebote, die eine sehr natürliche und eine logische, intellektuelle Erklärung haben. Und zwar, wenn es zum Beispiel geht, darum, um Schadensersatzansprüche, ja, im jüdischen Recht. Oder es geht um zum Beispiel um Diebstahl, oder es geht um Mord, oder es geht um Elternehren, über Sachen, die eigentlich sagen, auch nicht nur im Judentum ein Recht anfinden. Die meisten von diesen Gesetzen sehen wir auch im weltlichen Recht, egal von welcher Religion oder Kultur. Schadensersatzansprüche gibt es oder über Recht über Diebstahl oder Mord, und dementsprechend die Ahndung von diesen Verbrechen gibt es fast in jeder Gesellschaft und jeder Religion, weil es logisch intuitiv ist und weil es eine sehr einfache, natürliche, menschlich zugängliche Erklärung ist, ohne sagen Hintergrundwissen und ohne die Torah sozusagen. Würde man auch verstehen, dass es hier ein richtig oder falsch gibt. Okay, jetzt haben wir diese zwei Kategorien, die Chukim und die Mishpatim. Die Chukim, die Gebote, die nicht einfach logisch erklärt werden können, und die Mishpatim, Gebote, die also einfach intuitiv, intellektuell, logisch erklärt werden können. Aber wenn es um die Befolgung der Gebote geht, sieht es erstmal so aus, dass es keinen Unterschied gibt. Weil wenn etwas verboten ist, ob es ein Chok ist oder ein Mishpat, wenn es verboten ist, ist es verboten. Dann gibt's, man kann nicht sagen, oh, ich mache nur Mishpatim, weil die verstehe ich und die Chukim mag ich nicht. Nein, so ein Konzept gibt es nicht im Judentum. Sowohl die Chukim und Mishpatim haben, es gibt natürlich Sachen, die verboten sind, und welche Sachen, die rabbinisch verboten sind. Und es gibt verschiedene Strafen bei verschiedenen Chukim und verschiedenen Mishpatim. Aber es ist nicht so, dass irgendwie Mishpatim schwerer bestraft werden als Chukim. Ganz im Gegenteil, es gibt Beispiele in alle Richtungen. Und auch kann man keineswegs sagen, dass man irgendwie, okay, wenn man zum Beispiel religiös wird, dann sollte man erstmal die Mishpatim oder erstmal die Chukim machen. Nein, beides sind fundamentale Sachen im Judentum, die gehen Hand in Hand, und man kann nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere ist schwerwiegender oder weniger schwerwiegend oder wichtiger oder im Judentum mehr essentiell. Nein, beide Sachen sind im Judentum absolut essentiell und gehört im Judentum dazu, weil selbstverständlich gibt es Sachen, wir als Juden, wir müssen einerseits selbstverständlich mit unserem Intellekt arbeiten, mit unserem Verstand müssen wir definitiv einsetzen. Es gibt keine irgendwie Ausreden, unseren Verstand nicht einzusetzen. Und selbstverständlich müssen wir auch bestimmte Sachen, müssen wir auch verstehen, dass wir sie nicht direkt mit unserem Intellekt verstehen, sondern es gibt Sachen, die höher sind als unser Intellekt. Wir können Gott nicht einfach logisch erklären in allen seinen Aspekten, weil Gott so viel mehr und so viel größer und so viel mehr als unser Intellekt überhaupt begreifen ist. Aber dennoch, wenn es im Judentum zwei Kategorien gibt, und zwei Namen sind, dann muss es immer einen halachischen Aspekt geben. Es muss immer einen halachischen Unterschied geben. Okay, wenn es nicht darum geht, dass irgendwie eine schwer oder weniger wiegen, alles wichtig oder unwichtig ist, aber wenn es zwei Kategorien gibt, gibt es immer auch zwei halachische Unterschiede.
Und jetzt versuchen wir mal das, den Unterschied zu finden. Auf jeden Fall, wir haben ausgeschlossen, es geht nicht darum, was wichtiger ist, es geht nicht darum, was schwerwiegender ist, es geht nicht darum, was zuerst gemacht werden soll oder zuletzt gemacht werden soll, aber es gibt einen interessanten halachischen Unterschied. Und zwar, wie man ein bestimmtes Gebot angeht. Machen muss man sie beide. Und wenn es schon verboten ist, ob es ein Hock ist oder ein Mischbad, ist es verboten. Aber die Frage ist, was bin ich verpflichtet, in mir selbst zu spüren? Und da gibt es dementsprechend auch Halachot. Und zum Beispiel, wie man sich selbst erziehen, wenn man sich selbst, wie man seine Gedanken und seine Gedankenabläufe, wie man seine, was man in sich selber empfinden soll. Und zwar bei einem Mischbad, einem intellektuell logisch erklärbaren Gebot, sind wir verpflichtet, auch unser Verstand und Vernunft einzusetzen, sodass es für uns verständlich, vernünftig und intuitiv ist, dieses Gebot zu befolgen. Zum Beispiel, wenn es zum Beispiel steht, wenn man jemandem etwas Schaden zufügt, muss man diesen Schaden zurückzahlen. Oder wenn man etwas, oder zum Beispiel klauen ist verboten. Ja, ein Verbot hier und davor ein Gebot, dann muss man sich es logisch, intellektuell sich bewusst machen, dass das ist das Richtige ist und ich muss wollen, das Gebot auszuüben und das Verbot nicht auszuüben. Es ist auf uns die Pflicht, unsere Gedanken, unseren Verstand, unseren Charakter so umzubilden, wie das Gebot das auch dementsprechend befiehlt. Nun, bei Chukim ist es nicht so. Bei einem Chukim haben wir keine Verpflichtung und manche argumentieren sogar, sollen wir auch nicht versuchen, unseren Verstand so zu verdrehen, dass wir unbedingt von uns aus empfinden, das ist absolut das Richtige und das ist logisch für mich. Nein, zum Beispiel, einer der prominenten Chukim ist Kaschus. Kaschut ist zum Beispiel ein Chok. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung, molekulare, chemische Erklärung, warum wir koscher essen müssen. Es ist kein Gebot, das wir jetzt mit der Wissenschaft erklären können, okay, das ist sehr viel gesünder. Keine Sorge, weil ich weiß persönlich, es gibt sehr leckere Paschkes, Gummibärchen und saure Schlangen, die sind koscher, aber nicht gesund, aber sehr lecker, muss ich sagen. Und das, weil sie koscher sind, macht sie nicht mehr gesund. Weiß nicht, vielleicht mehr lecker. Ich finde es die besten, die Paschkes, die besten sauren Schlangen sind, die besten Gummibärchen. Aber auf jeden Fall muss es nicht sein, dass es irgendwie logisch oder dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass man muss koscher halten. Okay, manche sagen, es kann vielleicht einen Vorteil bringen, aber man ist nicht verpflichtet. Und wenn zum Beispiel man jetzt, man in Versuchung kommt, ja, und jemand sagt, okay, jemand kommt in Versuchung und will etwas stehlen, das ist ein Problem, weil man soll sich erziehen, man soll sich die Mishpatim-Gebote so in seinen Charakter, in sein Intellekt ankommen, dass es für einen normal ist, dass es für einen richtig sich anfühlt, den Mishpat zu befolgen. Dementsprechend, wenn eine Person in Versuchung ist zu stehlen, muss sich diese Person sich etwas ändern, muss sich die Person an sich etwas arbeiten. Wenn aber eine Person eine Versuchung ist und riecht eine gute, ich weiß nicht, rote Wurst auf dem Weihnachtsmarkt, dann muss diese Person sagen, okay, ich möchte diese gut riechende rote Wurst, ich werde sie nicht essen, weil sie ist nicht koscher, aber Hashem hat es verboten und so ist es akzeptiert und das ist okay. Man muss nicht sich selber einreden, rote Wurst von Weihnachtsmarkt, ich muss mich immer übergeben, wenn ich diesen Geruch spüre. Nein, ein Chok ist etwas, was dir nicht intuitiv verständlich ist. Es ändert sich nicht daran, dass es verboten ist. Verboten ist verboten, kann man nicht dran ändern. Aber die innere Einstellung dagegen kann man sagen, ich will vielleicht diese rote Wurst haben und die rieche ich vielleicht gut, aber Hashem hat es verboten und deswegen mache ich es nicht.
Bei es aber einem Mischpat, wie zum Beispiel stehlen, ja, kann man sagen, oh, Hashem hat verboten, ich will wirklich dieses, ach, dieses Goldstück oder dieses Schmuckstück stehlen, aber Hashem ist verboten. Nee, das ist nicht die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung, ich raste Schaum, will ich etwas stehlen, ja, wie könnte ich nur etwas so etwas denken, ja, wie könnte ich überhaupt das Verlangen dazu haben, es zu tun? Und da sieht man, das Verlangen dazu, es zu tun, ist schon, da sollte man schon dran arbeiten. Und das kriteriert der halachische Unterschied zwischen einem Mischpat und zwischen einem Chok. Dass in einem Mischpat müssen wir versuchen, dass unser inneres Gefühl uns übersagt, dieses die Mischpatim zu befolgen. Wir sind verpflichtet, uns zu verändern, sodass die Mischpatim uns für uns, wir sie befolgen wollen, ja. Und wir nicht mal eine Versuchung haben zu sagen, beim Chok, wenn wir sagen, okay, dieses Gebot verstehe ich nicht, aber da ich religiös bin und da ich an Gott glaube, werde ich es nicht machen. Und das ist okay. Und Paradumma, wie unsere Mishpat Chukas ist, selbst ist dieses, das Beispiel, das immer von Chukin gemacht hat, das ist ein Ritual, das ist sehr, hat viele komplizierte Regeln und von einem Außenstehenden ist es überhaupt unerklärlich, was, wofür hier gemacht wird. Irgendeine Kuh, die muss ganz rot sein und die muss ein bestimmtes Alter haben und die darf nicht das haben, aber muss das haben und überhaupt wofür Opfer sind und was diese rituelle Unreinheit überhaupt denn ist. Wissenschaftlich kann ich diese rituelle Unreinheit überhaupt nicht gar nicht erklären. Okay, aber Hashem hat es verboten, und, also in rituelle Unreinheit zum Tempel zu gehen und hat geboten, das rituell von der Paraduma zu machen und dementsprechend, das ist das Richtige, was wir machen sollen. Okay. Damit habe ich erstmal, haben wir erklärt, was diese Parasha, den Namen der Parasha, Parasha Trukas, und wir haben erklärt, was ein Chok ist und was ein Mishpat, die zwei Einteilungen der jüdischen Gebote, und wir haben gesagt, was kein Unterschied zwischen Chok und Mishpat, beide Arten von Gebote sind bindend und beide Arten, Kategorien von Geboten haben sehr wichtige Gebote drin und das Judentum basiert auf beiden Arten von Geboten. Aber ein kleiner halachischer Unterschied, wenn immer wenn wir verschiedene Kategorien von Geboten haben, ist natürlich vorhanden. Okay, wenn es zuerst mal Fragen gibt, dann werde ich mal versuchen, euch die, eine Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ansonsten gehen wir dann zum nächsten. Ich hätte eine Frage zur roten Kuh. Das galt ja nur, solange der Tempel war, oder? Okay. Also, die rote Kuh, das Rituell der roten Kuh zu machen, kann man natürlich nur, wenn man ein Tempel oder auch das Stiftszelt. In der Wüste hatten wir keinen Tempel. Und bis zur Eroberung von Israel dauert es ja noch relativ lange. Ja, also wenn wir jetzt in das Parashas Chukas, ja, und da müssen wir die ganze Tora noch zu Ende lesen, ja, und dann haben wir immer noch Israel, ganz Israel noch nicht erobert, dann müssen wir noch ins Buch Jeschua gehen und bis zum Tempel geht es dann noch ganz schön in die Könige und Propheten rein. Also die ganzen Zwischenstände, bevor wir den Tempel haben, Stiftszelt und das Stiftszelt in Shiloh, und das sind eben auch Sachen, die statt dem Tempel zu sagen, oder eine Tempel-Prototyp, ja, also sage ich mal so. Ja, das galt dann auch das Gebot der roten Kuh. Als der Tempel zerstört wurde, der erste und der zweite, ja, heutzutage haben wir ein Problem, die rote Kuh zu schlachten und alle Gebote so zu machen. Heutzutage dementsprechend gelten wir als rituell alle unrein und haben diese Thomas Mays. Und ja, und das Gebot der roten Kuh machen wir dann, sobald der dritte Tempel wieder steht. Und dann machen wir wieder das Rituell der roten Kuh. Ja, ohne Tempel oder dementsprechend, was vor dem Tempel gab, kann man das Gebot der roten Kuh nicht machen. Aber die Prinzipien von Chok und Mishpat sind dementsprechend auch für viele Gebote, wie zum Beispiel Shabbat ist ein Chok, Kashrus ist ein Chok, und es gibt viele Gebote, die in der Kategorie von Chukim ist, die heute anwendbar sind. Okay, ich hoffe, ich habe eure Frage beantwortet. Okay. Okay. Als nächstes kommen wir dann zu einer interessanten Geschichte.
Und zwar in unserer Parsha gibt es eine sehr bekannte Geschichte, und zwar Geschichte, wo Miriam stirbt, wird begraben und das Volk fragt nach Wasser. Das Volk ist durstig, es gibt kein Wasser in der Wüste. Es gab, also als Miriam am Leben war, gab es eine wandernde Quelle, die alle begleitet hat. Als Wunder aufgrund der großen Zedekes der Miriam. Und jetzt hat das Volk kein Wasser und es sagt, oi, wir wollen hier nicht verdursten und einen schrecklichen Durststod sterben. Und Hashem sagt, okay, sprich mit dem, Moshe soll mit dem, soll seinen Stab nehmen und er soll mit dem Stein sprechen und daraus wird Wasser kommen. Okay, jetzt Moshe kommt, ja, er nimmt seinen Stab, er bringt alle zusammen und er schlägt den Stein zweimal und daraus kommt Wasser. Und Hashem ist sehr unzufrieden, was passiert ist und er sagt Moshe Rabbeinu, dass du wirst nicht, Moshe und Aaron, ihr werdet nicht in das Land Israel einziehen. Ihr werdet, bevor das Volk Israel nach Israel einzieht, ihr werdet davor sterben. Und es ist sozusagen eins der Sünden, die gezählt werden von Moshe oder Moshe und Aaron, dass sagen sie das Privileg verloren haben, ins Land Israel zu gehen. Jetzt wollen wir versuchen, hier die Textstelle ein bisschen mehr zu analysieren und genau versuchen zu erklären, was die verschiedenen Erklärungen sind. Was hat Moshe und Aaron erstmal falsch gemacht und warum haben sie es vielleicht falsch gemacht und welche Lehren können wir daraus ziehen? Ja, Moshe hätte ja gar nicht schlagen dürfen, oder? Nur reden. Ja, das ist schon mal das Offensichtliche, was ich schon genau gesagt habe. Und jetzt die Frage, okay, was ist der große Unterschied? Und außerdem, es hat ja geklappt. Das Wasser ist ja gekommen. Und vielleicht, was hat es damit zu tun, damit das Moshe dann nicht ins Land Israel kommt? Okay. Erstmal ist die Frage die folgende. Frage ist, es gibt viele Erklärungen zu dieser Stelle, was es genau auf sich hat, wo das Problem ist, was Moshe und Aaron gemacht hat und warum das Reden und das Schlagen und das Problem gewesen war. Und wir fangen erstmal von vorne an. Erstmal, Hashem sagt, Moshe soll deinen Stab nehmen. Ja? Und die Frage ist erstmal, wofür ist ein Stab da? Und warum soll Moshe den Stab nehmen? Jedes Wort in Torah ist wichtig und jede Anweisung ist wichtig. Und dementsprechend, okay, Moshe denkt, okay, ich sollte meinen Stab nehmen. Also, wofür ist ein Stab da? Das ist die Frage. Manchmal kann man den Stab einfach zum Schlagen benutzen. Ja, ein Hirtenstab, um damit die Schäfchen in der Reihe sind. Ja, tut man das schön mal ein bisschen in die Reihe drücken. Und dementsprechend ein Stab wurde, ich meine, Moshes Stab wurde auch benutzt, sozusagen, um das Meer zu spalten, um die ganzen Plagen heraufzubeschwören. Die Idee eines Stabs ist einerseits auch, sagen wir, auch die der Eigenschaft des Gerichtes. Ja, dass ein Stab tut irgendwie eine Linie bringen, eine Linie ziehen, eine Schranke darstellen. Und das ist die Idee eines Stabes. Aber Stab hat noch eine zweite Funktion. Ein Stab ist sozusagen ein Richtungsweg. Ja? Mit einem Stab nehmen, da können wir auch zum Beispiel den Weg weisen, wenn es einen Führer gibt, ja, auch in verschiedenen Religionen und Kulturen immer, dass der König zum Beispiel einen Stab
ein Zepter hatte. Ja, die Idee eines Stabs ist auch die Idee von einer Führung, ja, einer geistigen Führung oder einer Herrschaft oder genau von Herrschaft, von einer Idee, dass man versucht, den anderen ein Beispiel zu sein und nach vorne zu gehen. Und das ist die zweite Idee eines Stabes. Und dementsprechend ist die Frage, okay, was soll man mit einem Stein machen? Ja? Ein Stein, ja, ist etwas, was nicht hören kann, was nicht sprechen kann. Ein Stein braucht irgendwie nicht, ein Stein isst nicht, ein Stein läuft nicht rum normalerweise. Und die Frage, okay, wenn man auf einem Stein Wasser bringt, ja, was wäre das intuitive Sache, ja, irgendwie einen Stein zu bringen, damit Wasser draus fließt? Man schlägt den, ja, und man sucht irgendwie eine Quelle. Ich meine, er kann nicht hören, er kann nicht sehen, er kann nicht sprechen. Aber Hashem hat gesagt, man soll mit dem Stein sprechen. Und das ist eine interessante Sache. Wenn man mit einem Stein spricht, ja, dann sagt man, es ist total Unsinnvolles. Ja, ein Stein kann dir nicht antworten, nicht sprechen, aber vielleicht ist das, was man manchmal machen muss. Wenn man denkt, man würde auf Stein treten oder auf Granit kommen, ja, also mit einem anderen Menschen man spricht und man versucht irgendwas zu machen und man kommt auf den Granitstein, dann ist man immer versucht, ja, dann sagen, den Stock zu nehmen und versuchen irgendwie, man versucht ein bisschen aggressiver zu reden, etwas oder in einer Verhandlung etwas mehr dringlicher, aufdringlicher zu sein und versucht vielleicht etwas schärfere Töne einzuschlagen. Ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel einen Sohn oder Tochter an ihm überhaupt nicht gehört und wie ein Stein sich benimmt. Aber das ist nicht die Idee, was Hashem von uns will. Hashem will uns, dass sogar wenn wir auf Granit kommen und sogar wenn wir auf Stein, ein Stein ist, auch dann müssen wir versuchen, ja, auch wenn es aussieht, dass wir auf einem Stein sind, ja, nicht unsere Midas-Hadin-Eigenschaft, nicht unsere Stab der Recht und Gerechtigkeit nehmen, sondern einen Stab zeigen, um den Weg zu zeigen, um die Führung zu zeigen und erklären mal, Hashem, ja, ist der, der ultimativ uns alles bringt. Und wir denken, okay, wenn wir hier noch ein bisschen Stärke drücken und vielleicht noch ein zweites Mal draufschlagen, ja, dann funktioniert's. Und das Problem ist, wenn man manchmal das zweite Mal draufschlägt, dann tut das funktionieren. Aber ist es da genau der Weg, den Hashem wollte? Ist es der Weg, den Hashem will, dass wir jetzt sagen, manchmal kann man zum Beispiel eine Person überreden oder eine Person dementsprechend ein bisschen bedrücken oder in die Enge zwingen, damit die andere Person nachgibt. Ja? Dementsprechend mit einem wörtlichen Geschick oder wenn man auf einem Bazar ist, ich meine, wenn man zum Beispiel irgendwie auf einem kleinen Händlermarkt, ja, man hat insbesondere hier in Israel gibt es hier diese arabischen Bazare oder mit arabischen Flair, jüdische Leute, arabische Leute, alle mögen, aber es gibt diesen Flair von, es gibt keine Preisschilder, sondern der Preis wird immer ausgehandelt. Und da spürt man dieses, jeder will den anderen um den Pfennig bringen und eine will den anderen abzocken. Und dann ist die Idee, okay, wer wird jetzt hier den richtigen Preis aushandeln? Und die Sache. Und meistens der bekommt den besseren Preis, der am aggressivsten ist und der den Preis am meisten will, der vielleicht am Ende den anderen vortäuscht, ach, eine Ware, ich gehe gleich zu Hause und kaufe gar nichts. Und der andere sagt, oi, meine Ware ist so über, also der wahrscheinlich einen so überteuerten Preis ist, damit er sagt, oh, ich gebe nach, gebe dir einen halben Preis, obwohl er den fünffachen Preis am Anfang genannt hat und so weiter. Ja, der israelische Trödelmarkt. Aber in manchen Sachen ist nicht der Gewinner, der hier am stärksten zuschlägt und der am aggressivsten verhandelt, sondern manchmal ist es am besten zu sein, der am sanftesten spricht und der vielleicht die andere Person am besten versteht.
Und auch wenn man denkt, man würde auf Granit stoßen, einem Stein reden, das ist manchmal, was Hashem will. Und insbesondere, wenn es nicht hier auf einen Basar geht, in dem es nur um Preis und irgendeinen Gegenstand geht, sondern es um Sachen geht, die vielleicht wichtiger sind, wenn man mit seinem Nächsten, mit seiner Familie spricht, wenn man mit seinem Boss spricht, mit seinen Kollegen spricht, mit insbesondere mit Personen, die man mehr als einmal im Leben begegnet. Und daraus, ja, im Endeffekt daraus kommt auch eine Art von Kiddush Hashem. Ja, wenn man wirklich versucht zu verstehen und man versucht, die richtigen Eigenschaften von Aussicht zu bringen, den Stab zu benutzen und den Weg zu weisen und erklärt, hier sollten wir lang gehen und das ist der richtige Weg. Ich will, dass du bei mir an Bord bist, und um Hashem zu dienen. Das ist daraus kommt ein Kiddush Hashem. Und viele Kommentare, ja, sagen, okay, das Problem war, dass Moshe den Stein geschlagen hat. Manche Kommentare aber mengen eine andere Sache. Und zwar, wenn es dann geht, den Psukim, die dann Moshe verurteilen, ja, also in Hukas, der dann im Schlischli, der zwölfte Herr, und Hashem sagt zu uns, weil ihr nicht an mich geglaubt habt, ja, und nicht in den Augen von der ganzen Gemeinde mich nicht irgendwie mir Ehre und Heiligkeit gebracht habt, deswegen werde ich euch nicht in das Land Israel bringen. Und jetzt diese Idee von Kiddush Hashem. Und zwar eine Sache, okay, Moshe schlägt den Stein, okay, und wir haben vielleicht eine Idee gesagt, warum das falsch sein könnte, was der bessere Weg sein könnte. Aber andere Kommentatoren sagen, das Problem war, dass hier das durch das Schlagen oder Nichtschlagen oder einfach die ganze Aktion, wo Moshe im Zentrum war, das war das Problem. Das Problem war, dass hier Moshe im Zentrum der Aktion war. Die ganze Idee im Judentum ist, okay, Moshe war ein großer Zaddik, Moshe war unser Anführer in der Wüste, er hat uns aus Israel gebracht, aber wir glauben nicht irgendwie, dass es gibt einen Vertreter Gottes auf Erden, so wie der Papst. Wir glauben nicht an die Unfehlbarkeit von Moshe, einem Papst oder von irgendeinem Heiligen. Jeder Heilige macht Fehler. Und die einzige wirkliche Unfehlbarkeit ist nur Gott selbst. Das ist die ganz einzige Kraft im Universum, ist Gott selbst. Und das Problem von der ganzen Aktion war, dass hier zu viel Moshe im Mittelpunkt war. Ja? Hashem, was Hashem wollte, ja, ist ein Kiddush Hashem, ja, eine Sache, dass Gott geheiligt wird. Und dementsprechend, wo Moshe hier den Stab nimmt und auf den Stein schlägt, es sieht mehr so aus, als ob Moshe hier das Wunder vollbringt. Und das ist immer ein Problem. Viele unserer Sachen, die wir machen, oder viele Sachen, die wir erreichen, tun wir immer uns selbst zurechnen, unserem eigenen Erfolg, unserem eigenen Können, und manchmal machen wir es bewusst, manchmal machen wir es sogar unbewusst. Und wir müssen immer auch schauen, dass in vielen Sachen müssen wir immer ein Kiddush Hashem machen, ja, wir müssen immer Gottes Stelle für andere hervorheben und erklären, dass, okay, wir können viel erreichen und es ist richtig, sein Bestes zu geben und das Richtige zu erreichen. Wir müssen nie Hashem aus dem Bild verlieren. Wir müssen immer, dass auch die anderen, die dazu zusehen, ja, dass hier Hashem die eigentliche Kraft ist. Und wir sehen das halt ganz schön bei Josef, ja, also für Josef in der Szene, wo Josef aus dem Gefängnis geholt wird, um Pharaos Träume zu deuten, ja, einer der ersten oder dreimal wiederholt Josef, okay, ich bin nichts, ja, könnte sagen, oh, Josef, der große Traumdeuter, sagt, ah, Hashem deutet Träume, ja, okay, ich bin nur, okay, er hat mir alles gegeben. Und da, dementsprechend tut Josef, ja, bekommt einer der, als er stirbt, sagt er, okay, lasst mich bitte nicht hier, ihr sollt meinen, als wenn ich sterbe, ihr sollt mich ins Land Israel tragen. Und der Leichnam von Josef wird ins Land Israel von Ägypten getragen, weil Kiddush Hashem ist ein sehr zentrales und eines der wichtigen Gebote
im Judentum und ist die Idee, dass wir Hashems Präsenz, Hashems Macht, Hashem, die Idee, dass Hashem die Welt regiert, sollen wir nicht nur bei uns verinnerlichen, sondern wir auch für andere sichtbar machen. Und das ist die Idee von Kiddush Hashem. Und möglicherweise haben Moshe und Aaron nur eine kleine Sache verschweigt. Vielleicht war das Reden und das und das Schlagen vielleicht nicht die ausschlaggebende Sache oder nicht die Sache, die vielleicht, oder vielleicht war daran gar nichts mal falsch. Vielleicht ist es die Sprache, die ein Stein spricht. Aber die zweite Idee, oder die Kombinatoren oder sagen, ist, als aus dem Psukim lesen, als Hashem sagt, ihr werdet nicht ins Land Israel kommen, weil ihr kein Kiddush Hashem gemacht habt. Dafür, das ist eine sehr wichtige Sache im Judentum, weil wir, es ist immer schön, einen Rabbiner zu haben, einen charismatischen Rabbiner zu haben, einen Rabbiner, dem man vertraut, einen Rabbiner, der einem Weisheit beibringen kann. Aber das Judentum hängt nicht von einem charismatischen Rabbiner an. Und auch nicht von Moshe Rabbeinu nicht mal. Nicht mal von Moshe Rabbeinu. Ja, weil es ist immer das Wichtigste, dass es Gott gibt, dass seine Macht die einzigste ist und keine andere Macht. Und so weise ein Rabbiner sein könnte und so viele gute Taten er tut, ist es nicht seine Kraft oder sein Verdienst, dass etwas in dieser Welt passiert. Es ist immer Hashem. Okay, dann will ich mal erstmal euch ich brauche eine Schnaufpause und ihr könnt vielleicht versuchen, eine Frage zu stellen. Ich tue mal. Gesagt habe oder Parasha. Okay, ich habe mal versucht, allen Möglichkeiten etwas zu sagen. Okay, dann gibt es keine Fragen, dann will ich, oder doch? Okay, gut. Dann will ich vielleicht etwas zur Ende der Parasha etwas sagen. Und zwar, am Ende der Parasha passiert ein interessanter Kiddush Hashem. Und zwar, es geht da um eine bestimmte Passage, und zwar, die Amoriter wollen nicht das Volk Israel durch das Land passieren lassen. Und dementsprechend versuchen also erstmal ein paar andere Völker, die Amoriter sind dann nicht die ersten in der Reihe, die nicht die Israeliten durch ihr Land passieren lassen wollen. Und die als Israel, als Volk, durch eine enge Schlucht geht, planen die Amoriter ein Überfall oder eine Falle. Sie verstecken sich in verschiedenen Höhlen. Ja, in den Höhlen, man muss sich vorstellen, es gibt eine Schlucht. Ja, und in den oberen, sagen, Rängen der Schlucht gibt es Höhlen. Und da haben sie sich verkrochen, in diesen Höhlen, hohen, also in hohen Rängen der Schlucht. Und haben dort ausgeharrt. Dann wollen dann schauen, bis das Volk Israel dann durch die Schlucht durchgeht. Und dann wollen sie verschiedene, also Gegenstände, also meistens so große Steine, dann runterwerfen. Und dementsprechend sozusagen das Volk Israel hinterhältig, ja, eine Falle stellen und versuchen, sozusagen wegzutreiben und viele Leute zu töten. Hashem aber rettet das Volk. Hashem, was tut Hashem? Hashem lässt die Höhlen einkrachen, ja, und also die Berge tun sie dementsprechend so, wegen dass die Höhlen nicht einkrachen. Und das Volk Israel tut ganz normal unten durchgehen und sagt, oh, okay, da ein bisschen Geröll, ja. Ein paar Steine fliegen ein bisschen rum, ein bisschen, okay, vielleicht ein bisschen gruselig, wenn sich die Abhänge sich ein bisschen bewegen. Aber dann sieht das Volk Israel, dass Blut aus den Wänden fließt und versteht nur dann, und was Hashem sie eigentlich bewahrt hat, welche Katastrophe, in welcher sozusagen hinterhältlichen Falle Hashem, die sehr tödlich ausgegangen hätte für das Volk Israel, ja, vor was Hashem sie bewahrt hat. Und in unserem Leben
gibt es viele verschiedene Sachen und wir realisieren gar nicht, wie glücklich sind und was eigentlich hätte passieren können. Wir beklagen uns immer täglich auf, was wir nicht haben und was passiert ist und welche kleinen Unannehmlichkeiten einen am heutigen oder gestrigen Tag passiert ist. Aber viele Sachen, wenn man zum Beispiel, wie viele Katastrophen passieren können, wie viele schlimme Dinge eigentlich passieren können, ja, haben wir es eigentlich gar nicht vor Augen, haben wir uns gar nicht, verstehen wir gar nicht, ja, wie oft uns Hashem uns hilft und wir davon nicht mal etwas mitkriegen. Und das ist eine interessante Sache. Leute, die zum Beispiel in Versicherung arbeiten, ja, die verstehen sozusagen die ganzen Risiken, ja, Lebensversicherung oder Unfallversicherung, ja, die haben einen Überblick von Zahlen, wie oft überhaupt solche, ich meine, die sehen viele, also es ist immer Statistik, wie viele Tausende oder Hunderte Leute an, ja, aber sie verstehen, dass solche Sachen passieren tagtäglich, ja, dass die Unfallversicherungen und die Lebensversicherungen, die zahlen, also die müssen ihre Versicherungssummen ja regelmäßig auszahlen. Und nur weil so viele Leute einzahlen, rentiert sich das und können sie die Auszahlung sozusagen weiter gewährleisten. Und manchmal muss man also sich einfach die Zeit nehmen und insbesondere in Zeiten, wo vielleicht mal was schief läuft und wo es einem besonders schwer ist, Zeiten von Corona oder wenn man Jobschwierigkeiten hat oder wenn die Kinder mal einen fertig machen, ja zu sagen, ja, oder mal einen Moment geben und vielleicht die Sachen auch mal sagen, genießen, die man hat und überlegen, was denn noch alles viel mehr schief gehen könnte und wie Hashem uns vor vielen schlimmen Dingen bewahrt und wie vielleicht manchmal unsere Probleme uns nichtig erscheinen können im Vergleich zu was eigentlich hätte passieren können. Okay, und ja, das ist eine kleine Lehre aus der am Schluss der Parascha. Ich glaube, heute haben wir dann den letzten Zoom-Shiur mit mir von unserem Sommersemester. Von unserer Vorlesung ist eine von den Perlen der Torah und damit die letzte Parascha, die ich euch im Zoom im Sommersemester präsentiere. Es hat mich sehr gefreut, bei Zoom unterrichten. Und ich mag es immer, wenn sagen, die Möglichkeiten für Zoom auszureizen und wenn jemand eine spontane Frage zu Parascha hat oder eine Verständnisfrage hat zu dem, was ich sage, bin ich immer froh, sie zu beantworten. Da kann man wirklich Zoom ausnutzen, im Gegensatz zu einem YouTube-Video, wo man nicht das YouTube-Video fragen kann, aber das fällt mir gerade noch ein und wie beantwortest du die Frage? Von dem her, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne versuchen, vielleicht im Chat zu schreiben oder ich werde euch auch Möglichkeiten ein Mikrofon anzumachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann weiter dabei seid im nächsten Semester und wenn ihr das Projekt von Delimod unterstützt. Ja, von dem her, falls ihr vielleicht Ideen habt oder bestimmte Fragen habt, zum Beispiel Schar oder welche Themen ihr vielleicht nächstes Jahr behandelt haben wollt, könnt ihr mir gerne jetzt mitteilen. Da kann ich vielleicht aufschreiben, was im nächsten Semester, welche Ideen oder welche Sachen ihr euch gefallen hat und nicht gefallen hat, würde ich dann gerne hören. Ich hätte eine Frage und zwar, Sie haben vorher nur ganz kurz angedeutet, wenn der dritte Tempel kommt. Und mir ist aufgefallen beim Lesen, dass bei der Stiftshütte alle freiwillig so viel Gaben gebracht haben, dass man sie gar nicht alle gebraucht hat. Aber bei den Tempeln, da wurden die Leute, die mussten sehr schwer arbeiten. Ob die das immer freiwillig getan haben, das ist eine große Frage für mich. Und ich denke, ob Gott den Tempel mit aller Gewalt wollte. Also ich fand die Stiftshütte eigentlich unglaublich schön und gut. Es wird eine spannende Frage sein in der Zukunft. Ich glaube, in der Zukunft wird das keine Frage sein,
weil sollte denn der dritte Tempel Maschiach kommen, dann bei den Propheten steht, dass dann wird sagen, es allen klar sein, was richtig und was falsch ist. Und ich meine, heutzutage kann man immer, hat man bei sich im Inneren immer die Frage, okay, ist es richtig und überhaupt gibt es Gott und soll ich, muss ich das wirklich machen? Aber wenn es plötzlich Weltfriede gibt und der Platz für den Tempel plötzlich für den Beis HaMikdash und alle einig sein sind, dann da soll der dritte Tempel stehen. Ich glaube, allein das Wunder, dass alle Leute auf der Welt einig sein sind, oh, wir müssen den dritten Tempel bauen, ich glaube, da lässt sich genug Freiwillige finden. Ja, ich meine, ich glaube, dieses Wunder ist genug, um zu zeigen, dass es Hashems Wille ist und dass Hashem den dritten, und dass es das Richtige sein wird, den dritten Tempel zu bauen. Meine heutige Situation kann man sich nicht so wirklich vorstellen, dass alle Völker der Welt jetzt irgendwie Hurra sagen, ja, Hurra, jetzt der dritte Tempel wird auf dem Tempelberg gebaut. Ja, würde ich sagen, ja, würden vielleicht viele zum heutigen Zeitpunkt da jetzt nicht gleich sofort überzeugt sind. Aber die Idee von Schirch ist ja, dass er den Weltfrieden bringt. Und wenn es keinen Weltfrieden gibt und kein mit dem dritten Tempel ist, dann ist es auch nicht Moschiach. Und deswegen gab es ja schon Leute, die versucht haben, oder gesagt haben, sie wären Moschiach. Aber einer der Ausschlusskriterien, warum sie ganz sicher nicht Moschiach waren, ist, es gab keinen Weltfrieden. Gibt es immer noch nicht. Von dem her, ich glaube, mit dem dritten Tempel wird es garantiert, da keine Probleme gibt von Philanthropie und Leute und Freiwilligen, die das machen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön. Okay, ansonsten, wenn ihr mir sagen könnt, was euch gefallen hat und was ihr vielleicht im nächsten Semester haben wollen würdet, würde es mich auch irgendwie freuen, wenn es was gibt, ob ihr was bei meinem Parashashiurim oder was für ein Thema vielleicht ihr noch nie gehört habt und mehr darüber erfahren wollen würdet. Ja, so ein Prophet wäre mal interessant, wie der Amos. Ja, Propheten sind sehr interessant. Kann man immer vielleicht Stücke raus, ich meine, einen gesamten Propheten durchzulesen, ich glaube, in einem Zoom-Sure, das wäre etwas, bin ich mir nicht sicher, ob da das die richtige Idee ist. Aber vielleicht zum Beispiel Abschnitte von bestimmten Propheten, das wäre vielleicht eine gute Idee, denke ich. Ich meine, es gibt immer zum Beispiel die Haftarah, die immer mit der Torah gelesen wird, das ist ein Stück aus den Propheten. Und vielleicht können wir uns wirklich vielleicht überlegen, etwas vielleicht aus einer Reihe mit mehr aus den Propheten und zum Beispiel aus der Haftarah-Lesung, die nach der Torah-Lesung kommt, dann bekommt man auch von vielen Propheten interessante Stückchen, die man damit Rashad verbinden könnte. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Es tut mir leid, dass ich mich ständig ausschalte, sozusagen vom Bild, aber die Verbindung ist wahnsinnig schlecht für mich. Ich weiß, es tut mir sehr leid.